Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zu Minecraft Hardcore Folge Nummer 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich drauf. Wir sind jetzt hier in unserem schönen Bunkerchen, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Und ich brauche unbedingt, brauche ich Nahrung. Ja, und natürlich Materialien, ganz klar. Ich habe hier, was habe ich denn in der Kiste abgelegt? Schaufeln habe ich in der Kiste abgelegt. Ja, super. Ich hab Schaufeln. Ich baue mir ein Haus aus Schaufeln. Nee, Quatsch. Ich habe ein bisschen Holz, aber vermutlich reicht das gar nicht. Es ist nachts. Komme ich leider auch nicht drumherum. Ich habe noch kein Bett. Keine Wolle, gar nichts. Das heißt, ich werde mich jetzt noch nicht unbedingt runtertrauen, um Tiere zu suchen, sondern muss hier leider Holz farmen. In der Nacht. Ich sehe gar nichts. Ach du Scheiße. Ihr müsst wissen, dass mein Monitor auch noch ein bisschen blendet, weil hinter mir steht eine Studiobeleuchtung, damit hier mein Hintergrund ausgeschnitten werden kann. Und jetzt erkenne ich hier in der Nacht vom Monitor so gut wie gar nichts. Ah ja, da der Mond sagt mir, der Baum ist vorbei. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kriegen wir alles hin. Wird ja langsam wieder hell, sieht man schon. Oh, ich finde die Gegend hier super klasse. Hammer. So, gebranntes Holz. Und ich habe auch schon von euch ganz tolle Vorschläge bekommen. Ich muss mal reingucken. Schreibt mir das ja immer auf vor der Folge. Und zwar wurde vorgeschlagen, ein Baumhaus oder eine Hütte in den Felsen rein. Mit einer riesigen Glasfront. Ich finde beides nicht schlecht. Ich bin ja schon quasi in der Felswand drin. Ich habe nur noch keine Glasfront. Aber die Idee mit dem Baumhaus finde ich auch super. Allerdings stört mich an einem Baumhaus dann immer, wenn ich eine Farm brauche oder so, muss ich wieder runter. Also ich hätte gerne irgendwie alles möglichst auf einer Ebene. Da bin ich ein Fan von. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir eh erstmal Nahrung, Materialien besorgen. Und vor diesem Zombie abhauen. Was ich übrigens noch sagen wollte, warum ich gestorben bin in Folge 3, hat mir ein 11-Jähriger erklärt. Danke nochmal an dich, Nico. Minecraft hat ein neues Kampfsystem. Wie ihr vielleicht seht, hatte ich in den letzten Folgen noch nicht, habe ich jetzt hier so einen kleinen Ladebalken. Und ich habe in Folge 3 auf den Skelett einfach dauerhaft eingeschlagen. Und ihr seht schon am Ladebalken, das bringt gar nichts. Ich muss schlagen, warten, schlagen, warten, schlagen. Und dann funktioniert das Ganze auch problemlos. Deswegen bin ich jetzt auch einfach so mutig hier wieder und gehe einfach in die Nähe des Zombies. Der kommt ja eh nicht, wie man sieht. Oh, er kommt. Er kommt. Aber diesmal hau ich ab. Ups. So. Problem ist, jetzt ist der Typ wahrscheinlich gleich vor meiner Hütte und ich komme hier nicht mehr raus. Na geil. Habe ich wieder intelligent geregelt? Kann man nur so sagen. Das heißt, ich komme jetzt gleich wieder gar nicht um den Kampf drumherum. Ist aber wiederum auch meine Chance zu beweisen, dass es wirklich am Kampfsystem lag. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ah, erst essen, erst essen, erst. Ich habe ja gar nichts zu essen. Ach du Scheiß. Das wird jetzt eine Aktion. Das wird nichts, Leute. Das wird wieder nichts. Nee. Das traue ich mir nicht. Das wird nichts. Das wird wieder gar nichts. Gut, dann baue ich mein Erdloch aus, ne? Es wird ein Erdloch und kein Baumhaus. Scheiße. Fucking Zombies, Alter. Kommt her, wenn ihr kämpfen wollt. Es reicht. Komm. Den erwische ich. Das sehe ich schon. Oh, das Hardcore-Modus, da muss man öfter drauf schlagen, ne? Ja. Ihr seht, es lag am Kampfsystem. Ich hab's doch irgendwie drauf. Gut, wäre es ein Skelett gewesen, hätte er mich von Weitem trotzdem natürlich abgeschossen, weil ich. Oh, ich habe einen Apfel. Jawohl, ich kann wieder was essen. Also, ihr habt gesehen, ich konnte es beweisen. Es lag wirklich am Kampfsystem. Und ihr habt es ja auch gemerkt, dadurch, dass ich gewartet habe und dann geschlagen habe, hat es viel mehr Effektivität gehabt. Und so ist das jetzt generell in dem Spiel. Und daher bin ich leider gestorben aus Unwissenheit. Aber Unwissenheit schützt vor dem Tode nicht. Habe ich mal so gehört. Sehe gar nichts. Gut. Was mich jetzt interessiert, hier waren in der letzten Folge Hunde. Habe ich schon Knochen? Ich glaube nicht. Knochen wären jetzt was Feines, weil dann könnte ich mir schon einen Wachhund holen und müsste nicht mehr so ängstlich sein. Der würde mich beschützen in allen Situationen. Ich habe natürlich noch keine Knochen. Warum sollte ich auch Knochen haben jetzt schon? Das war mein erstes Zombie, was ich umgelegt habe, ne? Entschuldigung. So. Dann vier Fackeln. Naja, bin ja big in business hier. Es wird hell. Zum Glück. Und jetzt werde ich noch ein bisschen
Nach Nahrung suchen. Ah, ich muss mir die Koordinaten merken. Dafür drücke ich F3, um mir die Koordinaten anzeigen zu lassen und suche einen Stift. Ah, ich habe einen Stift. 188, 92 und 284. Finden wir wieder. Finden wir wieder. Machen wir noch einen Screenshot zur Sicherheit, dann ist die Sache geregelt. So, wenn nicht, dass ich das Blatt verliere, weißt du? Ich würde zwar zurück in die Basis finden, aber ich finde mein Blatt nicht mehr. So. Ich bin gespannt. Oh. Na, seht ihr. Hardcore-Modus ist doch ein Witz. Auf einmal. Das hätte ich vorher wissen müssen. Das war so scheiße. Das ärgert mich auch wirklich tierisch, dass ich gestorben bin wegen so einer Dummheit. Und dass mir dann ein Elfjähriger das erklärt. Ich saß kurzzeitig so da. Ja, danke für die Info. Also, ist schon gut. Nicht schlecht. Aber, was. Wo, hier waren doch Hunde. Kann man eigentlich Hunde essen? Also außer in China? Oh oh. Oh oh. Das ist wieder so ein Teil, was auf mich schießen kann. Oh. Zu risikoreich, zu risikoreich. Ey, komm mal, es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo jetzt Tiere sind in der Nähe. Wenn ich zurückdenke an die alte Welt, da war ständig ein Tier. Ein Huhn! Ich hab Chickens. Ja, geil. So muss das sein und Eisen. Ist doch Eisen, oder? Zumindest. Ich gucke auf F3 nach. Na klar, Eisen. Cool. Aber das kann ich nur mit Stein abbauen wiederum, oder? Wir gucken einfach mal. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ja, natürlich. Schade. Also baue ich erstmal ein bisschen Stein ab und mache mir dann mein Steinwerkzeug. Cool, aber ich habe schon mal ein paar Vorräte hier gefunden. Und vor allen Dingen was zu fressen. Ich brauche noch mehr Stein wegen. Hatte ich jetzt schon einen Ofen? Ich hatte noch keinen Ofen. Ah, ist alles so kompliziert, Mann, was man alles denken muss. Also ich brauche 8 für den Ofen. Und 3. Na gut, ich mache mir noch ein Steinschwert. Obwohl danach gleich ein Eisenschwert kommt. Wäre Quatsch. So. Und jetzt sind die Hühner dran hier. Nehme ich die mit? Lohnt sich das, die mitzunehmen jetzt schon? Nö, die kill ich. Habe ich die Erfahrung gesammelt? Nein. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Da sind noch mehr, das weiß ich. Hallo. Hey. Are you crazy? You drive me crazy. I just can't wait. Glaubst aber selbst nicht, dass du mir so entkommst, oder? So, das ist schon mal gut. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben sogar Eier gesammelt. Vielleicht kriegen wir ja einen Huhn raus. Das wäre natürlich der Wahnsinn. So, Fleisch reicht mir. Ich düse zurück. Ich glaube, ich kam aus der Richtung. Ich gucke einfach mal ein bisschen. 100. Ja, es sieht gut aus. Ja, ich kam aus dieser Richtung. You drive me crazy. I just can't wait. Cool. Also, finde ich super gut. Ich habe gleich zwei Zombies jetzt hier getötet, ohne überhaupt nur ein Stück Schaden zu kriegen. Den größten Schaden habe ich bekommen, weil ich zu blöd war zum Springen und irgendwo runtergesprungen. Noch mehr Hühner. Hallo. Hallo, habe ich gesagt. Hey. Vorsicht. Schwert. Ah, geil. Und das Ei will ich. Gib mir da. Ich glaube, ich lasse. Waren zwei Hühner, oder? Ja. Ich lasse die zwei Hühner mal hier am Leben. In der Hoffnung, dass ich die später wiederfinde und einsperren kann. Weil dann habe ich schon mal eine Nahrungsquelle. War das jetzt hier überhaupt die Gegend?
Ja, da vorne ist die Fackel. Cool. Oh. Wir können direkt mal was essen, weil wir können jetzt schon gar nicht mehr sprinten und verlieren auch gleich an Leben. Sehr schön. Sprint nach Hause. Erstmal werfe ich hier drin 8 Eier. Ha, na seht ihr, habe ich doch 2 Hühner zu Hause. So. Zack. Dann baue ich mir einen Ofen. Da kommt Kohle rein. Und die Chickens. Jetzt wird Essen zubereitet hier. So, dann brauche ich ein paar Sticks. Ne, davon nehme ich mal nur die Hälfte. So, so, so. So. Zack, zack, zack. Und schon kann ich Eisen abbauen. Ich mache mal auch noch eine Steinaxt gleich und eine Steinschaufel. Und dann haben wir das schon mal. Schwert mache ich direkt aus Eisen, habe ich mich entschlossen. Aber ich habe die Chickens gar nicht da reingepackt. Doch, oder? Hatte ich doch, oder? Hatte ich nicht. Gut. Gegessen. Ja, ich esse noch ein Stück. Und dann renne ich direkt los, um mir das Eisen zu holen. Oh nein, ich muss noch ein Stück essen, damit ich volle Leben habe. Das mache ich aber nicht direkt jetzt, sondern erst, wenn ich sehe, oh, da kommt ein Monster oder ich bin irgendwo runtergefallen, weil sonst wäre es wiederum auch Verschwendung. Ah, Entschuldigung, es wird Winter, ne? Es ist schlimm hier mit dem Hals und so. Nase ist auch ständig zu, man hört es vielleicht. Es ist zum Kotzen. Aber richtiges Wetter zum Zocken. Sprinte, sprinte, sprinte und verrecke dabei. Ja, ich merke das schon. Hier, irgendwo da unten war es jetzt. Ich hoffe, ich finde die Stelle wieder, weil es war eine schöne Mine. Müsste hier gewesen sein, oder? Ja. Naja, ich habe doch Orientierungssinn. Manchmal. Auch wenn ich nicht gerade besonders intelligent bin, aber orientieren kann ich mich. Das ist irgendwie so eine Stärke. Cool. Eisen. Eisen. Und das war's an Eisen. Das war's an Eisen. Nehmen wir noch die. Oh. Ihr habt bloß 2 Stücken gehabt. Ist immer gefährlich, sich nur in so eine Höhle reinzuwagen. Geil. Aber es lohnt sich meistens. Meistens lohnt sich das, ja. Cool. Schön Eisen abbauen hier. Dann sind wir schon ganz gut gerüstet, eigentlich gleich mit Eisenschwert. Vielleicht kommt schon eine Rüstung bei rum. Einen Eimer kann ich mir machen. Gut, den brauche ich wahrscheinlich jetzt sowieso nicht. Ich habe noch nichts vor mit einem Eimer, aber kann man immer gut. Feuerzeug? Feuerzeug. Weil dann kann ich einfach alles, was mich nervt, abbrennen. Kohle wieder ohne Ende. Super. Nee, also ich bin echt glücklich über diese Folge, weil vor allen Dingen, weil ich gelernt habe, jetzt das Kampfsystem ist anders. Und ich komme jetzt ganz gut mit den Materialien hinterher. Der Tod aus Folge 3 ist wie vergessen, wie weggepustet so. Denn es geht wieder voran. Wie viel Kohle? Wahnsinn. Level up, ich bin Level 5. Im Hardcore-Modus, so weit bin ich letztes Mal noch gar nicht gekommen. Natürlich hat mir das Töten der Monster auch ordentlich Erfahrung gegeben, im Gegensatz zum letzten Mal, ne? Wahnsinn. Wie viel Kohle hier schon wieder ist. Das wird fast ein Stack. Ich brauche die. Ich könnte jetzt sagen, ich renne zurück. Aber ich kenne mich. Ich vergesse diese Höhle. Und dadurch ist dann auch die Kohle weg. Ja, jetzt vergesse ich sie nicht, weil ich mir selber gesagt habe, ich vergesse sie. Trick 17, ne? Aber ihr wisst schon, im Normalfall hätte ich da wahrscheinlich nicht mehr dran gedacht und die Kohle wäre weg. Warte mal, ich hole mir mal eine Fackel noch.
Dann schauen wir mal noch weiter rein. Okay, weiter rein will ich jetzt aber auch nicht, weil ich da schon wieder Monster höre. Klar, wir haben ja das Kampfsystem drauf und das wäre easy jetzt, aber muss nicht sein. Die ganze Kohle, ey. Hammer. Fühle mich wie im Ruhrpott hier. Schön unter Tag, je. Das heißt ja auch Minecraft, ne? Es geht nur um Mine. So, und raus hier. Scheiß auf die Restkohle da. Ich will jetzt hier weg. Gib mir die Fackel wieder. Hallo, hallo, hallo. Danke. Eine lasse ich drin. Falls ich die Höhle mal wiederfinde, weiß ich, ah, hier war ich schon mal und das ist diese Höhle. So, und nach Hause ging es jetzt irgendwo hier lang. Ich gucke jetzt einfach nicht auf die Koordinaten. Es wird dunkel. Aber ich bin optimistisch. Wir sind diesmal nämlich noch schneller zu Hause wie vorher. Ich erstmal hier meine Chicken. Unterwegs jetzt noch drei Schafe finden wir nicht schlecht. Bin ich richtig hier, Alter? Ja, ich bin hier richtig. Weil niemand anders fällt hier Bäume. Ah ja, da hinten war es ja. Hier. Ah, jetzt ja. Ein Erdloch. Schnell rein hier. Mach die Tür zu wie ein Hühners. Hühnerses. Alter, habe ich wirklich ein Stack in Dings gehabt schon? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hauen wir mal ein Stack Kohle hier rein. Kann man immer gebrauchen. Jetzt haben wir Fleisch. Eisen. Boah, geil. Es geht voran, es geht voran. Es geht voran. Was soll ich eigentlich mit den ganzen Schafen? Kann mir das jemand erklären? Kohle brauche ich hier drin jetzt nicht. Doch, ich mache nämlich Fackeln. 30, 40 Stück. Zack. Ah, ich dachte, er macht so viele. Deswegen war ich so verwirrt. Alles gut, Leute, alles gut. Ah. Fackel da rein. Gucken, was macht mein Eisen. Schwert könnte ich schon bauen. Sauber, bauen wir ein Schwert. Eisenschwert, Ink. Geil. Es geht voran. Und jetzt kommt noch eine Eisenspitzhacke. Schrecklich, diese Husterei. Mann. So, cool. Also, haben wir eine Menge geschafft in dieser Folge. Haben es überlebt. Ich habe sogar zwei Monster besiegt. Ich habe eine schöne Höhle voller Kohle gefunden. Ich habe mein Eisenschwert, das erste Eisen. Ich habe ein bisschen Material gesammelt. Ich habe Nahrung gesammelt. Es ist ein recht guter Start. Diesmal bin ich sehr optimistisch, dass wir auch länger überleben. Wahrscheinlich wird es nicht nur drei Folgen sein, sondern fünf Folgen oder so. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Wenn ihr wieder Tipps oder Ideen habt, einfach rein damit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Aro. Ciao.